sind wir wieder. Hallihallo. Meine Mütze sitzt ganz schräg. So. So. Und Kopfhörer. Ich sehe irgendwie. Ja, okay. Richtig auf. Sieht trotzdem komisch aus, aber gut. So. Manchmal sitzt die Mütze einfach. Manchmal sitzt sie einfach. Du hattest voll so einen Scheitel, deswegen sieht es für dich jetzt wahrscheinlich komisch aus. Vielleicht. So, da steht ein alter VW-Bus. Und da ist ein Typ, der irgendwas tut. Gehen wir zuerst mal zu den Typen, oder? Okay. Der macht einen extrem wütenden Eindruck. Spaß bei der Arbeit sieht definitiv anders aus. Sprechen wir ihn doch gleich mal an. Hallo, so spät noch am Arbeiten? Ja, lustig, oder? Finden Sie bestimmt ganz witzig, dass ein armer Arbeiter zu so später Stunde noch schuften muss und dann auch noch in der Scheiße anderer Leute rumwühlen darf. Richtig lustig, oder? Ha, ha. Na, Sie sind ja extrem gut gelaunt. Eigentlich wollte ich mich aber gar nicht lustig machen. Wirklich nicht. Oh, Entschuldigung. Ich bin wohl ein bisschen gereizt. Hab heute eigentlich meinen freien Tag und, naja, jetzt muss ich hier Überstunden schieben. Bloß weil dieses Soldatenpack nicht in der Lage ist, eine Klospülung zu bedienen. Sie gehören doch hoffentlich nicht zu denen, oder? Nein, nein, keine Sorge. Gut. Wenn ich den erwische, der mir den Mist hier eingebrockt hat, dem wird anschließend schon schlecht werden, wenn er nur an das Wort Klo denkt. Ja. Könnten wir vielleicht das Thema wechseln? Mein bildliches Vorstellungsvermögen ist recht ausgeprägt und mein Magen erinnert sich gerade, was er zum Mittag hatte. Der kann aber gut Deutsch. Ja, ich wollte gerade sagen, der russische die können, Bauarbeiter in die, ganzen, die ganzen Russen in Moskau können alle super Deutsch reden. Aha. Naja, okay. Warum ist er denn so wütend? Hm? Ich weiß nicht genau, ob das wütend ist. Es sieht ein bisschen aus, als hätte er eine Zitrone gebissen oder so. Vielleicht versucht er auch zu lächeln. Mit Zähnen. An einem freien Tag arbeiten zu müssen, ist natürlich echt bitter. Das würde mir auch stinken. Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Hatten Sie denn schon irgendwelche Pläne? Kino, Kneipenbesuch oder so? Ja, ich wollte angeln gehen. Ein paar Bier, die Rute in der Hand. Ja, so einen Freund hatte ich auch mal. Hä? Nichts, gar nichts. Erzählen Sie weiter. Naja, einen ganz entspannten Tag halt. Aber vielleicht kann ich das ja morgen nachholen. Die müssen nur endlich einmal die richtigen Lottozahlen ziehen. Ja, muss die richtigen Lottozahlen ziehen? Der Ach so, seine Zahlen müssen die ziehen. Ja, ja, ich verstehe. Die Soldaten haben ihn also den freien Tag versaut? Kamen die denn ganz plötzlich? Nein, nicht ganz plötzlich. Waren schon vor ein paar Tagen angekündigt. Aber dass es so viele werden, hätte ich nicht gedacht. Keine Ahnung, was die hier alle wollen. Die Soldaten überschwemmen das gesamte Viertel und Sie haben keine Ahnung, weshalb die hier sind? Naja, Soldaten laufen ja immer einige rum. Ist ja schließlich ein Militärbahnhof. Aber so viele wie heute waren schon lange nicht mehr. Hab gehört, die wollen nach Novosibirsk. Und was wollen die da? Weiß ich nicht. Die sprechen ja nicht mit uns. Halten sie für was Besseres. Die meisten haben sowieso keine Ahnung. Die führen nur ihre Befehle aus. Sind wohl auch Wissenschaftler dabei, hat ein Kollege erzählt. Und vorhin habe ich große Käfige gesehen. Keine Ahnung, was die damit wieder vorhaben. Käfige? Ja, angeblich sollen ja einige Gefangene in dem Zug sein. Vielleicht deswegen. Käfige für Gefangene? Halten die meinen Vater wie ein wildes Tier? Ich muss dringend in diesen Zug und ihn da rausholen. Wenn... der Kanalarbeiter, der da gerade irgendwas in der Kanalisation rumpumpen muss, davon redet, dass irgendwie zu viele Soldaten da sind, die alles verstopft haben, und dann redet sie irgendwas davon, dass die Soldaten hier alles überschwemmen, dann weckt das irgendwie komische Assoziationen. Ja, das klang für mich so, als hätten die gerade drüber geredet, dass die Soldaten hierher kommen und alles zuscheißen. Das war in meinem Kopf gerade dialektisch. Ich meine, vielleicht reden sie auch da. Ja, aber... da oben ist eine Mücke. Das ist weird. Eine Mücke. Ich versuche, die zu töten. Mach das. Mückentöter. Mückentöter ist daneben. Ja. Sie ist weg. Die kommt wieder. Die kommt schon wieder.
schnell. Die waren früher nicht so schnell. Die sind evolutioniert. Na gut. Er will offensichtlich 6 Richtige im Lotto. Fragen wir ihn mal danach. Weil wir diese Lottoziehung, was ist daran so besonders? Die haben da eine Sonderziehung, bei der man so richtig abräumen kann. Wissen Sie, ich spiele seit 20 Jahren Lotto und habe noch nie was gewonnen. Ach, was. Aber heute, heute ist mein großer Tag. Das habe ich schon beim Aufstehen gespürt. Heute hat dieser ganze Mist hier ein Ende. Ich werde mir eine kleine Hütte an irgendeinem schönen Fluss kaufen. Und vielleicht auch gleich noch den Fluss mit dazu. Und dann... Ja, ja, und dann den ganzen Tag die Rute ins Wasser halten, ich weiß. Genau. Das Blöde ist nur, dass man wirklich jede Zahl in der richtigen Reihenfolge haben muss. Wenn die ersten 3 stimmen, gewinnt man schon was. Aber so richtig abräumen kann man erst, wenn alle Zahlen richtig sind. Das heißt, wenn nur eine einzige Zahl falsch ist, kann man im schlechtesten Fall komplett leer ausgehen? Jep. Aber ich werde gewinnen. 4, 5, 6, 5, 4, 9. Mit diesen Zahlen beginnt für mich ein neues Leben. Ich glaube, müssen wir uns nicht aufschreiben. Okay. Seit 20 Jahren spielt der Lotto und hat noch nie gewonnen. Der ist nicht sehr gut in Statistik gewesen. Nee. Versuch's noch 1-2 Millionen Jahre und dann stehen deine Chancen ganz gut. Nicht den Kopf hängen lassen. Das Auto da drüben, gehört das Ihnen? Nö. Steht da, glaube ich, schon seit ein paar Jahren. Keine Ahnung, ob überhaupt noch Teile drin sind. Na gut. Das war's doch. Ich werde dann mal wieder. Ja, ich auch. Ich weiß schon, was wir machen müssen. Wir müssen ihn davon wegkriegen. In den Gulli schubsen. In den Gulli schubsen. Und damit er umbringen. In Soldatenunrat ertrinkt. Und dann seine Uniform klauen, damit wir uns da reinschleichen können. Ich finde auch diese Fahne hier, die weht so unnatürlich. Hm. Das ist alles, alles fragwürdig. Ein Werbeplakat der Gartuso Corporation. Tierisch teuer, schlechte Netzabdeckung, mieser Service. Wenn das Ihre Ansprüche an das Mobiltelefonieren von heute sind, gehen Sie zur Konkurrenz. Wenn nicht, kommen Sie zu uns. Gartuso Telekommunikation bietet für jeden Bedarf die optimale Vertragsoption. Individuell zusammenstellbar. Wechseln Sie jetzt. Die sind ja mittlerweile überall. Zu Hause habe ich von denen auch schon Dutzende von Prospekten zugeschickt bekommen. Wenn das nicht mal ein Hinweis ist. Mhm. Aber ich finde es auch interessant, weil man sieht auch, dass da auf jeden Fall auch was auf Russisch steht. Zumindest auf dem Schild da. Weil entweder reden sie Russisch miteinander und sie kann halt Russisch und sie ich wird halt als Deutsch. Sagen, vielleicht kann ja unsere Hauptfigur fließend Russisch und deswegen, ne? Ja, vielleicht. So, hier ist irgendwas. Schlauch, okay. Ein langer Gummischlauch. Sieht genau das Demolieren so des Arbeitsplatzes ist selten eine gute Idee. Das gilt besonders, wenn der Arbeitsplatz einem kräftigen Bauarbeiter gehört. Ein kräftiger Bauarbeiter. Der sieht genauso aus wie der Schlauch bei dem Haus von dem Kerl. Das stimmt. Kann kein Zufall sein. Vielleicht müssen wir hier wieder irgendwas auf irgendwelche Katzen kleben. Frag mal, ob der Bauarbeiter eine Katze hat. Vielleicht. So, okay. Bauarbeitertyp. Absperrungtyp. Die Absperrung soll wohl verhindern, dass jemand in den offenen Kanal fällt. Noch mehr Sinn würde sie machen, wenn sie einmal ganz um den Kanal rumführen würde. Ja, das ist natürlich die sinnloseste Absperrung überhaupt. Das Demolieren des Arbeitsplatzes ist... Okay. Aber anscheinend, ich muss ihn halt wegbringen, um Sachen halt unternehmen zu können. Das da wahrscheinlich auch. Solange der Arbeiter wegschaut, nutze ich mal die Gelegenheit. Ach nee, das ist okay. Dann nimmt sie einfach Zeug raus. Na dann. Kater kämpfen. Kannst du mal ein bisschen aufpassen, dass sie sich nicht umbringt? Ja. So. Mal sehen, was russische Bauarbeiter so frühstücken. Sie hat ihm sein Frühstück geklaut. So, wirklich. Ein Brotzeit und ein Gummiband aus seinem Brotzeitkasten. Ein geklaut. Dickes Gummiband. Einfach so. Keine Wurst, kein Käse, dafür 4 Schichten Butter. Wie geil. Pinselt man denn 4 Schichten Butter auf so ein Brot? Ha. 2 Schichten könnte ich noch verstehen, aber 4 hat der, ich verstehe. Wahrscheinlich hat der daheim
Ja, jetzt macht alles Sinn. Der pinselt so eine Schicht auf so ein Schneidebrett und pellt die dann ab und legt die aufs Brot. Und dann streicht er die nächste Schicht. Vielleicht, wer weiß. Alles klar. So, da der Dreckhaufen. Können wir offensichtlich... Dreck, Unrat, Zeugs. In Fachkreisen auch Gerümpel genannt. Gerümpel. Und da schmieren wir, da können wir uns Brot doch bestimmt einen Stein nehmen. Das Ding würde sich wahrscheinlich selbst mit Rädern nicht mehr bewegen. So. Ohne Räder wird's wohl extrem unwahrscheinlich. Hä, aber ich dachte, ich hab doch auf den Schutt geklickt. Na, dann wollen wir mal ein bisschen im Dreck wühlen. Würde ich das sagen? Natürlich. Weil super. Eine verrostete Mutter und ein undefinierbares Ding aus Eisen. Welche Freude. Deswegen nehmen wir das jetzt auch mit. Ah, mit dem Gummiband kannst du jetzt eine Steinschleuder bauen. Hey, eine Zwille. Damit haben wir als Kinder manchmal auf Dosen geschossen. Oder besser gesagt, eine Mutter, eine rostige Mutterschleuder. Und jetzt schießt du den Kerl auf den Kopf. Wirklich? Nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, mach mal. Ich blähe erstmal noch das Auto. Die Rostlaube ist in einem echt erbärmlichen Zustand. Mit dem kann ich auch nichts machen. Das Ding würde sie... Nee, okay. Ich glaube nicht, dass ich den... Und den Wagenheber. Vielleicht kann unter ich eben locken. Eine Angel. Und den ist der Wagenheber vielleicht ein eigenes Objekt? Ja. Das Ding ist total eingerostet und unbeweglich. Welche Ähnlichkeit zu Männern seines Alters. Wessen Alters? Weil der so bostig und alt ist. Ja, aber so alt wie der Wagenheber. Ja. Ich dachte, sie redet jetzt über den Bauern. Also, das Ding ist total verrostet. Die Kurbel lässt sich nicht bewegen. Offensichtlich müssen wir mit Butter einschmieren. Butter einschmieren? Ja, weil es verrostet ist und die Gelenke einbuttern. Gute Idee. Die Butter könnte als Schmiermittel funktionieren. Aha. Und jetzt einfach rausnehmen. Oder? Jetzt lässt sich der Wagenheber zwar runterkurbeln, aber mit rechts kurbeln und mit links das Auto halten? Ich glaube eher nicht. Okay, wir müssen irgendwas da unterstellen. Na gut, aber... Kannst du die Flasche dann nehmen? Die da? Nee, ich meine, ich weiß nicht, was man damit machen könnte, aber... Na gut. Habe ich schon probiert, aber wir können hier... Wir können nochmal nach da gehen. Jetzt haben wir dem armen Kerl seine Brotzeit geklaut und irgendeinen rostigen Wagen hier mal damit eingeschmiert. Das ist wirklich gemein. Dabei hat er eh schon so einen Scheißtag. Also wirklich. Wir sind einfach ein schlechter Mensch. Ja. Okay, da ist ein Schiss, aber da können wir hier... Da sollte ich eigentlich problemlos reinkommen, nach Sergejs Theorie. Und nun? Und nun, kleiner Kerl, ich schieß auf den Soldaten und sag, der Bauarbeiter war es. Dann wird er verhaftet und wahrscheinlich erschossen und wir können ihm seine Sachen klauen. Problem gelöst. Das ist ein Wachturm. Von da oben lässt sich das gesamte Gelände überblicken. Ich sollte also aufpassen und mich so unauffällig wie möglich verhalten. Aber mit dem können wir wahrscheinlich reden. Der Typ, der den Posten von Sergejs Kontaktmann übernommen hat, sieht extrem durchtrainiert aus. Wollen wir doch mal sehen, ob ich mit ein paar eindeutig zweideutigen Anspielungen nicht doch in den Bahnhof komme. Hallo, schöner Mann. Oh, hallo. So allein hier draußen? Darf ich Ihnen ein wenig Gesellschaft leisten? Von mir aus? Oh, oh, das wird eine harte Nuss. Okay. Oh Gott. Auf den Dialog freue ich mich jetzt schon. Ich fremdschäme mich jetzt schon ein bisschen. Sprechen wir ihn erstmal auf seine wunderschöne Zeitung an. Kann ich mir die Zeitung mal ein paar Minuten ausleihen? Was? Nein, auf gar keinen Fall. Die Krankenschwester ist kurz davor, endlich den Oberarzt rumzukriegen. Bitte was? Sagen Sie bloß, Sie kennen die Sibirien-Saga nicht. Nee, da muss ich passen. Was soll das sein? Der Fortsetzungsroman in der Moskau News. Eine hinreißende Love Story. Seit über 3 Wochen gibt's jede zweite Ausgabe das nächste Kapitel. Und ich vermute, dass die Krankenschwester... Ja, ja, schon gut. Hört sich extrem spannend an. Sind Sie denn bald damit durch? Nein, noch lange nicht. Ich lese absichtlich ganz langsam, damit die Spannung möglichst lange erhalten bleibt. Hab die Zeitung zwar auch zu Hause, aber hier ist ja eh nicht viel los, sodass ich ganz in Ruhe lesen kann. Bin mal gespannt, ob das Komplott der Oberschwester... Nein, bitte nicht weitererzählen. Mein Arzt hat mir zu viel Aufregung und Dramatik verboten. Das ist ein toller Dialog. Das ist Mark Hamill, der ja. Deutsche. Ja,
war auch ein toller Dialog. Ja, ich meine, mit Mark Hamill, allem, was mit Mark Hamill in Verbindung steht, ist immer toll. Mhm. Sie bewachen den Seiteneingang hier. Gibt's dafür irgendeinen besonderen Grund? Ja, es soll keiner reinkommen. Ach nee, was du nicht sagst. Ich flirte mit dir, du Blödmann. Oh, und deswegen hat man extra so einen starken, muskulösen Mann wie Sie dahingesetzt. Was? Meinen Sie mich? Klar. Ich bin mir sicher, die haben vorher lange überlegt, wem sie einen so wichtigen Auftrag geben. Und dann kamen die zu dem Schluss, dass nur sie diese Aufgabe erfüllen können. Durchtrainiert mit einer Ausstrahlung von Macht und Stärke. Ja, da haben Sie wohl recht. Bin zwar erst seit 3 Jahren bei der Truppe, aber habe schon sehr viel erreicht. Klar. Ich als schwache Frau fühle mich auch gleich viel besser, wenn ich weiß, dass ganze Kerle wie Sie unser Land verteidigen. Was ist denn in dem Bahnhof so wichtig, dass für die Bewachung eines Nebeneingangs extra Sie ausgewählt wurden? Eigentlich darf ich das ja nicht sagen. Es ist streng geheim. Aber ich vermute, es geht um irgendeine Geheimdienstsache. Hier laufen massenweise auffällig unauffällige Leute rum. Sie sind doch nicht vom FSB, oder? Ich? Nein, nein, natürlich nicht. Puh, Glück gehabt. Da hätte ich mich beinahe verplappert. Will ja nicht so enden wie mein Kollege. Den haben sie nämlich gerade mitgenommen. Klar, verstehe ich. Mist, fast hätte ich ihn so weit gehabt. Dass der sich nicht total verarscht vorkommt, das verstehe ich nicht. Und vor allem frage ich mich, ja, so starke Männer wie Sie, die unser Land verteidigen. Ist sie nicht gerade von Deutschland nach Russland? Vielleicht spricht sie halt wirklich so perfekt Russisch, dass sie sich ja als Russin ausgibt. Ich meine, muss sie ja sein, sie heißt Kalenkova oder so. Vielleicht ist sie ja sogar wirklich gebürtige Russin. Ja, vielleicht. Ihr Kollege, wo wurde der denn hingebracht? Kommt der gleich wieder? Ich fürchte nicht. Die beiden Typen, die den armen Kerl mitgenommen haben, sind, glaube ich, vom Geheimdienst. Oh, deswegen wurde er dann mitgenommen? Keine Ahnung, aber da fragt man auch besser nicht nach. Eine falsche Frage zur falschen Zeit und das könnte deine letzte Frage gewesen sein. Wenn die einen erstmal in der Mangel haben, kommt man da nicht so schnell wieder raus. Wenn man überhaupt wieder rauskommt. Der redet aber trotzdem schon ganz schön viel. Tja. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Und dann sagt man auch noch vielen Dank für die Informationen. Ach, du bist auch keine gute Agentin, ey. Ich habe dich übrigens gerade verhört. Jetzt kannst du die Lampe ausschalten. Von hier aus würde ich tippen, 60 Watt. Und dann muss er gehen. Aus irgendeinem Grund. Na? Sie muss sich natürlich verstecken. Meister Schütze. The fuck? What the fuck happened? Schmeiß ich gleich die Zeitung weg aus Wut. Das ist schon die dritte Birne diesen Monat. Welcher Idiot bestellt denn immer diesen Billigschrott? Dabei war die Geschichte gerade so spannend. Der arme Junge. Ja, und jetzt? Hier stehen die Zahlen der Sonderziehung drin. 456548. Eine einzige Zahl falsch. Da wird sich der arme Bauarbeiter aber ganz schön in den Hintern beißen. Das hat sie von... Von da gesehen, ja. Ah, das ist schön. Der Typ, der den Posten von Sergejs Kontaktmann übernommen hat. Okay, was machen wir damit? Ja, nichts. Wir sagen jetzt dem Bauarbeiter, dass seine Zahlen falsch sind. Und dann Hallo, Yushin. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nein, alles ruhig. Ach, okay. Ach so, die kann ich jetzt nehmen, oder wie? Die Zeitung hier. Ja. Kann ich die haben? Mir ist sowieso gerade die Birne um die Ohren geflogen. War wohl schon ein bisschen sehr alt. Und bis die jemand austauscht, vergehen mit Sicherheit ein paar Wochen. Man muss nämlich erst einmal ein Formular ausfüllen, das dann vom diensthabenden Offizier unterzeichnet und ins Ministerium gefaxt wird. Das geht dann durch 3 Ausschüsse. Und mit etwas Glück kann ich hier kurz vor meiner Rente noch mal was sehen. Ja, die Wunder der Bürokratie sind international. Was ist jetzt mit der Zeitung? Von mir aus. Hier stehen die Zahlen der Sonderziehung drin. Na dann. Deswegen haben wir den Stift gefunden. Was fälschen du jetzt die Zahlen? Und täuschen jetzt dem armen Bauarbeiter eine vor, dass der gewonnen hat? Eine kleine Manipulation der Lottozahlen und schon wäre das große Glück perfekt. Mein Zwar nur kurzfristig, Gott. Aber ist eine kurze Freude nicht immer noch besser als gar keine Sind Freude? Ja, dumme Schwein. Der schlechteste Mensch im Universum. Ja. So. Oh, da ist noch was. Das hätte ich jetzt nicht gesehen. Skrupellos. Oh, da sind auch noch Sachen.
Krümelchen. Kieselstein. Sehr nützlich, wenn man mal wieder vorm Fenster des Geliebten steht und nicht reingelassen wird. Ganz Vielleicht genau. Vielleicht könnte man... Nee, kann man. Das ist echt unscheinbar. Und das ist dann noch viel unscheinbarer. Ja, das sieht man gar nichts. Was soll denn überhaupt sein? Zigarettenstummel. Aha. Die sieht man gar nicht. Nee. Wenn die alle von heute sind und auch noch alle vom Wachmann stammen, dann sollte er sich mit diesem Zigarettenkonsum mal bei so einer Rekordshow im Fernsehen bewerben. Okay. Na gut, aber ich glaube, dann haben wir jetzt alles. Dann täuschen wir den armen Bauarbeiter jetzt vor, dass er Millionär ist. Und dann wird er wahrscheinlich alle Leute beleidigen, krass, die ja, er gehasst hat. Und dann seine ja. Frau verlassen, alles anzünden. Das ist sehr gut. Das ist alles sehr gut. Zeigen wir ihm die. Ja. Hier, die Spätausgabe. Da können Sie schauen, ob Sie vielleicht ab morgen angeln gehen können. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich muss sofort nach Hause und meiner Frau Bescheid sagen. Ach, was, wozu eigentlich? Ich gehe sofort zu meinem Lieblingsplatz und angle die ganze Nacht durch. Und morgen früh wird gekündigt, wenn Sie einen reichen Kerl heiraten wollen. Sie finden mich unten am Fluss. Mein Gott, es passiert genau, was ich gesagt habe. Es fehlt nur noch, ich kann nur hoffen, dass er sich mit seiner Kündigung noch etwas Zeit lässt. Du bist ein schlechter Mensch. Ist eigentlich noch jemand da? Kann man das eigentlich irgendwo sehen? Wie viele Leute ja, bestimmt. Es ist nur schon zu spät. Ja. Da sind alle am Lurken und Chillen und vielleicht auch schon eingeschlafen. Hm. Vielleicht sollten wir mal kurz ganz laut ins Mikrofon schreien. Nein, lass sie doch schlafen. Ich bin so gemein. So, da ist sie. Flatbrain, da check, es ist noch da. Guck. Irgendwo nach da unten ist sie gerade. Die Lücke? Ja. Ach, ich hasse die jetzt schon. Komm wieder. Na gut. Irgendwann kriegen wir dich. Und dann bist du. Der Eltern Camillo ist auch noch. Da ist sie. Okay. Also dann sind aber hier mindestens zwei drin. Damn it. Nimm irgendwas Größeres, Stieligeres. Du bist echt schlecht. Das gibt's doch nicht. Jetzt sitzt sie da an der Seite, glaube ich, dran. Das gibt's. Du sitzt da an der Seite jetzt dran. Nee. Doch, sie sitzt glaub, an der Seite. Mehr. Doch. Doch, ich glaube schon. Oder ist das eine Schraube? Da war sie gerade. Ich habe doch gesagt, sie sitzt an der Seite dran. Muss ich aber über den Blödsinn setzen. Gleich geht's weiter. Einen kleinen Moment. Was ist? Ich glaube, du hast sie erwischt. Ah, die dumme Kuh, ey. Oh mein Gott! Naja, gut, weiter geht's. Abraxo fragt, wie er hierher gekommen ist. Das frage ich mich auch immer. Na gut, okay, wir haben den Bauarbeiter praktisch seine Zukunft versaut. Weiter geht's. Oh, da sind Ziegelsteine. Ein weiteres ruiniertes Leben. Entweder der Stein der Weisen in doppelter Ausführung oder doch nur zwei stinknormale Ziegel. Okay, die Ziegelsteine können wir auch mitnehmen. Ich glaube, ich weiß auch schon, was wir damit machen. Wir werfen den Soldaten jetzt einen Ziegelstein voll ins Gesicht. Ganz genau. Aber den nehmen wir ja auch noch mit, wahrscheinlich. Und dann erwürgen wir ihn mit dem Schlauch. Ich würde ihr momentan alles zutrauen. Die Frau ist eine eiskalte Psychopathin. Können wir die Absperrung auch noch mitnehmen? Ja, anscheinend. Die ganze Absperrung weg. Warum nicht? Zwei Stöckchen haben wir auch noch, oder? Und jetzt können wir mit den zwei Stöckchen und dem Schlauch eine Riesenschleuder bauen. Und den Wachturm abbeschießen. Aber das muss bestimmt hier irgendwo benutzt. Aha, wusste ich doch. Damit wir diese... Upsala.
damit wir diese Dings da rauskriegen. Ich werde mal versuchen, das Wrack mit den Ziegeln abzustützen. Ah. Ganz genau. Und jetzt können wir den bebutterten Wagenheber rausnehmen. Den bebutterten Wagenheber. Okay. Gut. Hört man uns noch? Es sieht so aus. Okay. Gut, Wagenheber. So, aber was machen wir jetzt damit? Wir gehen in die Kanalisation, würde ich sagen. Aber... Ja. Auf geht's. Gibt's nichts Schönes. Voller Soldatenmorast. Ach, so schlimm sieht's doch gar nicht aus hier. Das sieht fast schon gemütlich aus. Resident Evil. Ach, das ist eine Lüge. Muss ich denken. Da kann die Station Loch. Der helle Lichtstrahl könnte von einem Scheinwerfer kommen. Demnach müsste ich jetzt bereits unterhalb des Bahnhofs sein. Wir sind jetzt schon unterhalb. Weil nur im Bahnhof gibt es Licht. Ganz genau. Oder so. So, hier ist das Müllhaufen. Einige der Soldaten scheinen das Loch im Boden für eine Art Mülleimer zu halten. Die hätten ja wenigstens ein paar alte Goldringe fallen lassen können. Warum solltest du Goldringe aufsammeln? Mein Gott, reiß dich zusammen. So, okay. Aus dem Rohr kommt wohl Abwasser vom Bahnhof. Ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was sie da macht. Muss aber hochklettern. Ja, dann bist du so tollpatschig. Das geht nicht gut Angst. Aus. Sie ist durchaus jemand, wenn sie irgendwo runterfällt, krallt sie sich irgendwo rein. Ist schon gut. Okay, alles gut. Na gut. Und durch diese Tür. Eine schwere Sicherheitstür. Schwere Sicherheitstür. Kommen wir da durch? Nein. Dann wäre sie nicht sehr sicher. Die Tür ist zwar einen Spalt breit offen, ach so, scheint sich aber irgendwie verkeilt zu haben. Wir kriegen die Lücke schon. Ja, wir kriegen sie schon. So. Da ist doch so ein... Nein, das geht nicht. Okay. Ah, natürlich. Natürlich. Okay. Der Butterheber. Der Butterspreizer. Der Butterspreizer. Puh, das wäre geschafft. Na dann, weiter geht's. Na dann. Keine Ahnung, was da drin ist. Sieht ein bisschen nach Sondermüll aus. Die ist mit roter Farbe eingesprüht. Ob das was zu bedeuten hat? Eine Öffnung für einen Schlüssel oder etwas ähnliches ist jedenfalls nicht zu sehen. Oh, ich habe noch eine wunderbare Idee. Wenn wir irgendwann mal durch sind mit Kruska, weißt du, was wir dann spielen können? Auch so ein altes Point-and-Click-Adventure. Black Mirror. Außer ein paar Dingen, die ich jetzt nicht näher beschreiben möchte, schwimmt da nichts drin rum. Kennst du das nicht? Ja, doch, doch, sag mir was. Was ist denn das gleich nochmal? Das ist auch so ein Point-and-Click-Adventure, aber ein Horrorspiel im Prinzip. Also da geht es irgendwie, glaube ich, um oder so. Auf jeden Fall, man kommt irgendwie in sein altes Herrenhaus zurück, weil man das, glaube ich, irgendwie erbt, keine Ahnung, oder irgendwas passiert, irgendjemand stirbt, glaube ich, und dann kommt man in dieses Dorf zurück, wo man früher gelebt hat, und irgendwas ist da, irgendwas bringt da Leute um, und dann muss man investigieren. Ungefähr, glaube ich. Das war auch eben so ein Point-and-Click-Adventure und war auch, ich würde fast sagen, aus der gleichen Ära wie das hier. Ich glaube, die sind relativ gleich. Vielleicht ist es ein bisschen älter noch, also ein bisschen hässlicher, aber... Also in meiner Erinnerung. Okay, hier, das ist eine Treppe ohne... Ohne Sprossen, aber wir haben zufällig zwei Riesenstäbchen. Zum Glück haben wir die. Die Eisenstangen sind viel zu lang und würden sich vermutlich so im Schacht verkeilen, dass ich sie nicht als Leitersprossen nutzen könnte. Ja.
müssen wir erst irgendwie zerbrechen oder so. Oder können wir den Schlauch so straff rumwickeln, dass wir die... Da fehlen alle Sprossen. Es soll wohl niemand nach oben gelangen. Entweder die Leiter ist in erbärmlichem Zustand oder auf dem Bahnhof sind Überraschungsbesuche durch die Kanalisation nicht sonderlich erwünscht. So komme ich da jedenfalls nicht drauf. Nimm mal den Schlauch. Ja. Und die Anwendung da. Die Säge haben wir auch. Wieder was. Ein Drehrad. Ein Ventil. Damit kann man wohl die Leitung öffnen oder schließen. Ja, dann öffnen wir mal. Warum sollte ich? Solange ich keine Antwort auf diese Frage kenne, lasse ich lieber die Finger davon. Auf einmal. Du nimmst jeden Scheiß mit, der irgendwo rumliegt. Was ist denn das da? Ach, das ist doch Sonderbrill. Okay. Aber jetzt am Rad will sie nicht drehen, weil sie wüsste nicht, warum sie das sollte. Ist doch irgendwie. Aber Hauptsache dem Kerl einfach mal sein Butterbrot. Oh Mann, gibt's hier noch irgendwo, kannst du an dem Drehrad auch was machen oder so?